So, dann sag ich mal Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge 7 Days to Die. Ich bin der Zuwok, mit dabei ist die Schlumpfine. Hallöle. Genau, der Joe ist nicht da, der ist noch im Krankenhaus, der kuriert sich aus und wir hoffen mal, dass er bald wieder mit auf dem, ja, am Start ist, ne? Genau, den genau. Brauchen wir noch. Genau, und jetzt müssen wir leider ein bisschen umdisponieren, weil erstmal haben wir Quests sowieso, die müssen wir noch erledigen. Und zweitens haben wir noch das Problem, dass wir die Aufgaben so ein bisschen mehr verteilen müssen, ne? Ja, würde ich sagen. Das ist gerade so das Problem, das wir haben. Was habe ich hier? Ich mache ja auch noch Rüstung. Armor Up zum Beispiel, ne? Wenn du die denn kriegen würdest, dann würde ich die Arbeitsstation nehmen, die Forge Ahead. Okay, machen wir das so. Dass wir die Sachen so ein bisschen sammeln. Weil ich kann keinen Tausammler bauen, ich kann keine Werkbank bauen, nichts, ne? Also das weil da ist nichts drin. Müssen wir sehen, müssen wir schauen. Hallo Billinger, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Moin, moin. Hallöle. Und vielen Dank für 20 Monate Stufe 1. Vielen, vielen Dank. So, wir haben jetzt gerade den Tag 4. Habe ich überhaupt irgendwie Rüstung oder sowas? Ich glaube gar nichts, ne? Oh doch, ein bisschen haben wir an. Wirklich. Doch, stimmt. Doch, ein bisschen haben wir es an. Irgendwas, doch. Ein bisschen was Kleines haben. Die Anfängergeschichten. Stimmt. Ja, irgendwas ist da doch. Richtig. So, wir haben eine Wesen haben wir schon mal eine Schmiede. Das ist schon mal großartig. Das stimmt, die hatte letztes Mal hingestellt. Also weiter wären wir jetzt auch noch nicht gekommen, also müssen wir erst sammeln. Genau, ich würde sagen, ich mache da mal ein paar Eisenpfeile. Kann ich die machen? Jawohl, die kann ich machen. Ich mache mal ein paar Eisenpfeile. Mhm. Also Spitzen, dann haben wir die schon mal. Noch irgendwo Federn? Ich habe 40 Pfeile habe ich in der Tasche. Ich weiß nicht, wie viel hast du? Und 8 von diesen Steindingern. Natürlich nicht dolle. Ja, ich habe von den Steinen die Pfeilen noch und 27 von den. Oh, wer ist denn da am Kotzen? Von den Pfeilen. Ich gehe mal gucken. Naja, gut. Wir müssen ein bisschen sammeln, hilft alles nichts. Ach, du bist hier, mein Freund. Warte mal. Mal lieber die Tür zu hier. Sicher. Ach, du Himmel. Schlechte Laune auch noch. Wen hast du denn jetzt gefunden? Ja, ein Dicker ist unten in der Hütte drin. Oh Mist. Ausdauer. Oh, die Ausdauer. Warte, er kommt hier raus. So. Siehst du, von beiden Seiten hier. Mal. Haben wir keine Punkte gekriegt? Mach dich mal nicht so dick, ich will durch hier. Haben wir keine Punkte bekommen? Warum nicht? Mal nicht? Nee, bei mir zeigt er nichts an. Nee, bei mir auch nicht. What? Was ist denn das? Was ist das? Ihr seid doch Tag 2. Ja, wir sind Tag 2. Wie gesagt, wir sind neu angefangen, frisch und dann kam das alles anders als geplant. So, pass mal, wir haben noch Quests, ne? Hast du auch einen? Haben wir noch welche? Du hast keine, ne? Ich habe noch eine Quest. 262 Meter weg. Wo ist denn die? Mitten in der Stadt, glaube ich, irgendwo. Ja, gut, ich muss erst hier. Ach, die Anfänger. Vergrabene Vorräte, die Einführung muss ich erst. Ja, genau, stimmt. Aber das ist ein Einzelding, ne? Das machte man. Und dann, ich gehe da mal in die Stadt runter. Ja, und dann können wir deine Quest da machen. Genau, ich gehe mal in die Stadt runter. Kannst ja das Haus da schon looten. Ja, genau, ich gehe da schon mal runter, guck mal, was da los ist und loote so ein bisschen Krams ab, was hier rumsteht. So ein bisschen Postkästen bekommst, dass wir was finden, ein bisschen. Was zu lesen. Ja. Farming, das war für dich hier. Aha. So. Hier siehst du den Wald vor lauter Bäume nicht. Ja, so ist es meistens. Wie ist das Wetter bei euch? Mal nebenbei. Schön warm. Schön warm. Sollen, Ach. Es sollen hier wieder 35 Grad werden morgen. Ach, großartig. Also es geht wieder anständig hoch hier. Nee, so warm haben wir es gerade nicht. Heute hatten wir mal so richtig durchwachsenes Wetter, finde ich mal. Also ganz komisch. Heute Morgen war das ruhiges Wetter, kein Sturm, nichts da. Also ganz, ja, ne? Also war richtig schön. Dachte ich mal, oh, das ist cool. Und dann sind wir in die Stadt gefahren. Waren wir in der Stadt nämlich. Und gegen Mittag sowas fing es dann an zu stürmen. Ich sag, oh, das war schlecht. Da hat es hier richtig gestürmt, aber richtig. Für alt und für neu sozusagen. Und
Ja gut, die letzten Tage fand ich das hier richtig erholsam. Es war zwischen 20 und 25 Grad und das war richtig schön. So kann man sich die fallen lassen. Das stimmt. Nee, bei uns, also wärmer hätte es gar nicht jetzt wieder werden müssen. Nee. Weil heute merkst du das schon, dass es wieder wärmer wird. Ja, nee, bei uns floß so ziemlich alles durch die Gegend. Unser Sonnenschirm ist weg und das Trampolin floß so ein bisschen durch den Garten. Das war nicht so toll. In einem Tag hatten wir das hier Schlimmes. Aua. Da ist das Wasser zurück vom Gulli gekommen. Also ach, großartig. Aus dem Gulli wieder rausgekommen. Ja, das braucht man aber auch nicht. Nee, da hast du es, ich sag mal, manchmal bin ich eigentlich froh, dass wir ein bisschen höher liegen. Da hast du aber richtig das Wasser die Straße runterlaufen sehen. Oh. Ja, ich meine, zum Glück, wir wohnen auch auf dem Berg. Und ja, wenn bei uns mal so im Hafen und wenn da mal richtig was los ist, also richtig mal Highlife und richtig Hochwasser und hast nicht gesehen, dann haben wir das echt schon gut hier oben. Ja. Gar nicht so verkehrt. Nee, das ist schon, das hat einen Vorteil. Ja. Wenn man ein bisschen höher wohnt. Braucht man sich keine Sorgen machen wegen Wasser im Keller und so Krams. Nee, das hast du richtig die Straße runterlaufen sehen. Genau. Weil wir wohnen ja auch an so einer Kreuzung, da hast du dann gesehen, aus dem Gulli kam das Wasser dann hoch. Ah, das ist furchtbar. Aber es kam aus alle Richtungen. Das brauchst du nicht. Aber das hat richtig gestürmt. Sogar die großen Blumentöpfe, die wir haben mit, die haben ja so kleine Bäume, Obstbäume da im großen Topf drin. Mhm. Das hat alles runtergehauen. Von oben, die oben wohnen, die Blumenkästen, Blumenpötte, das ist alles runtergekommen. Das war schon heftig. Ja, das, ja. Da meint man so, ne, das hält schon, das bleibt stehen. Ja, aber nee. Denn irgendwie doch nicht. Alter, du siehst aus wie ein Igel jetzt gerade, Dicke hier. Aber der fällt, oh, das fällt da um. Ah, wir sind noch am Anfang. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen hier. Hallo Smirgau, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Moin, moin. So. Hallöchen. Forge Head. Das war's. Die lernen nicht hauen. Die auch. Du hast Erdewerkzeuge, Steinwerkzeuge freigeschaltet. Na, großartig. Ja. Ja, das ist nämlich das, Entschuldigung, wenn man anfängt und wenn da einer fehlt, ne? Wenn da einer fehlt und das ist nicht so, dann ist das echt schon Panne. Ja. Aber das muss man komplett neu planen alles. So. Warte mal, das ist auch noch was. Ja, aber ich denke mal, nächstes Mal wird er schon wieder mit bei sein. Ich hoffe das mal. Aber erstmal muss er auf dem Damm sein, das ist viel wichtiger. Ja. Also auf alle Fälle. Jo. So. Und da haben wir wieder das Problem mit dieser Ausdauer. Den nehme ich auch noch mit. Auf die Sache hier. Mal her. Okay. Manchmal weg, brauchen wir nicht. Her? Hast du irgendwelche Aufgaben? Toll. Akzeptieren. Nein. Na gut. So. Ja.
Raumschlüssel hatten wir auch noch nicht, wa? Nö. Was hatten wir nicht? Nee. Raumschlüssel, aber für Tag 2 ist das... Ich wollte gerade sagen, für Tag 2 ist das schon ein Luxus, wenn wir das hätten. Nee, leider noch nicht. Das ist dumm, wenn man... Alter, Freund, geh mir doch weg hier. Das ist dumm, wenn man, anfängt, ne? Wenn man zwei, auch wenn man zwei Spielstände hat. Aua! Sag mir mal. Das kenne ich nämlich auch, wenn man zwei Spielstände hat und mit dem einen unterwegs ist, da kennt man alles, ne? Und dann bist du wieder, ja, ganz am Anfang, ne? Ganz frisch, dann musst du wieder erst umdenken, wie war das noch gleich und was, wie weit waren wir jetzt hier? Ja, wie weit waren wir, ne? Ach ja. Stimmt, ja, das ja. Kennen wir. Okay. Die Hütte kenne ich aber auch noch nicht hier, wo ich jetzt gerade bin. Okay, ein Kartoffelchen, immerhin. Ich habe gerade Federn. Da. Da ist tote Hose. Auf. Ach, ich kann nicht mehr mitnehmen, ich bin voll. Ach du Himmel. Ach, was ist denn das hier? Das kann weg, das kann weg. Verrottetes Fleisch brauchen wir, ne? Richtig. Ja. Nicht wegnehmen. Da ist ein Messer, das Teil kann weg. Bauplan. Ah, warte mal, das haben wir auch noch. Colonel Hogan, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Und vielen Dank für 28 Monate Stufe 1. Vielen, vielen Dank. Ach du Himmel. Ja gut, jetzt habe ich Platz. Na gut, bevor ich hier reinrenne. Da hat eine Holz geklaut. Mist. Mist, 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 Mist. Ach, die laufen auch noch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist cool. Ja, Mist. Habe ich eine Pille überhaupt? Ich muss gleich mal gucken. So. Krolli, kriegst noch einen mehr. Pass auf. So, los geht's. Und noch einen mehr. Jetzt aber Feierabend. Oh Gott. Habe ich eine Pille? Oh ja, ich habe eine Pille. Gut. Ein Platz frei. Das ist natürlich übersichtlich. Den nehmen wir auch noch mit. So. Da hat man sich gerade so hingehabelt gehabt, dass man alles hatte, ne? Was ist? Alles wieder frisch, neu. Hast du den Schatz gefunden? Ja, großartig. Ich komme jetzt schon in deine Richtung. Großartig. Ich quäle mich immer noch im Keller rum. Das nehmen wir mit. Nehmen wir raus. Das nehmen wir auch mit. Ich bin voll. Guck mal. So. Hm. Ach Mist. Ugh. Alter Freund. Ach, da drüben bist du, so wie es aussieht. Ja, dann lass Schlumpfin in der Kiste bauen. Ja, wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen am Durchlooten und wenn ich was finde. Wir müssen draußen sowieso eine Kiste bauen. Ich bin gerade mal aus dem Keller raus und ich bin jetzt brechend voll. Ich bin ja auch nicht so dieser Einzelspieler. Ne? Ich bin, also wie ist denn das, wenn man das alleine spielt? Dann bist du ja auch, bist du ständig voll. Ja. Das kriegst du ganz schnell hin. Aber ich setze hier draußen schon meine Kiste. Ja, das wäre super. Manchmal. Ein Ei, drei Kartoffeln. Kiste. Fertige mal. Ich komme mal raus.
bevor ich hier weitergehe. Erstmal raus. Na komm her. Legen. Oh. Wo bist du? Ach, da vorne. Ja. Ja, oh, wunderbar. Wo seid ihr denn? So, jetzt will ich das ein bisschen mal rausschmeißen. Was so geht. Die vielleicht nicht. So. Lass das, du sollst mich nicht hauen. Dann mach ich hinten rum. Hier war noch einer, oder? Nö. Ach, da bist du. Ich bin Warst du fertig jetzt so innen drin? Nee, ich bin gerade im Keller mich durch. Im Keller bin ich durch, aber jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach oben. Mhm. Also ein paar Säcke sind da unten noch. Die müssen wir vielleicht nochmal leer machen, aber ich meine jetzt, ich bin gerade oben in der Küche gewesen. Weiß nicht, was hier noch drum schwimmt. Ja, hier ist noch keiner. Machen wir mal die Türchen auf hier und gucken wir mal rein. Oh, da ist jemand. Sogar zwei. Das dauert alles immer noch so lange jetzt. Ja, es ist furchtbar. Oh Mist. Au! Hey, du bist ja. Du bist niemand hier. Hallo! Alter! Du machst die Tür nicht kaputt. Mist. Lass mal, ist hier langsam mal Schluss? Jetzt endlich. Aber. So. Ach du Himmel. Ist doch ein bisschen größer. Ah, hier ist ein Heizkörper in der Hütte. Ja gut. Mhm. Ja, mit müssen ohne, wir uns merken. Mit ohne ist schlecht. Ich weiß. Mit ohne ist gerade schlecht. Aber das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Ne? Jetzt wollen wir es merken. Das klappte eh nicht. Nee, nicht wirklich. Ach, schön. Hallo Joe, schönes Reichhaus. Herzlich willkommen. Moin, moin. Hallöle. Na, alte Pflaume. Versuch mal gesund zu werden, ja? Ganz schnell sogar. Ich kann uns hier nicht alleine lassen. Eben, vor allen Dingen, weißt du was? Wir können hier eigentlich nichts groß machen. Du hast deine Aufgaben und den. Oh, warte mal, hier ist noch ein Pfeil. Ach, wie ist denn das los? Ich weiß gar nicht wo, aber. Hier oben auf dem Dach. Ach, großartig. Ja, über dir. Ja, ich hab schon gesehen, da war eine Leiter. Ich komme. Warum machst du eigentlich so einen Krach? Oh, warte. Reparier mal schnell fix. Jetzt kriegt er was, ne? So. Du bist am dransten im Gesundwerden, ja, großartig. So soll's sein. So, hier, zack. Bettenkram. Also irgendwas Besonderes haben wir hier nicht. Nichts Tolles, okay. Hast du. Nee. Was ist hier unten? Komm nicht mal durch. Mal mit hier. Ja. Doch, geht. Okay. Hast du noch was gefunden? Nee, das war's. Ich glaube, wir sind durch. Oh, warte, hier ist noch ein Bücherregal. Papier. So. Hier war auch alles weg. Warte, ich gehe so, runter hier. Im Keller nochmal runter, da ist noch was. Das nehmen wir auch noch mit. Mist, wo war denn das? Ich bin verlaufen hier. Oh, warte, da. Das noch mitnehmen. Was ist denn das? Telefon! Ja, Moment, bin gleich wieder da. Juhu! Ich kämpfe derweil mit der Ausdauer, aber ja, gut, ne? Irgendwas ist ja mal. Sekunde.
So, sorry. Siehst du wohl, das haben wir mit. So, wieder da. Webi. Wie komme ich jetzt aus hier? Ich so, hier raus. Mit? Ich glaube ja, ne? So, dann gehe ich mich schon mal auslernen. Ja, das werde ich auch machen. Ich weiß nicht mehr. War hier noch was drin? Oh, hier ist auch noch was. Dann kannst du mal gucken. Ich hatte ein Autobüchlein gefunden. Guck, ich hatte, wie gesagt, auch, müsste in der Kiste sein, glaube ich. Da müsste noch was für dich sein. Ach, hier Garten, ja. Ja, genau. Irgendwas. Genau. Benutzen. So. Ich habe Durst. Nein. So, was ist das? Warte mal, ich glaube mal, wir machen mal noch eine Kiste hin. Ist sie schon voll? Ja. Ach du Himmel. Fertige mal. Nein, da war ja noch alles brauchen, ist halt ja. Ja, natürlich. Joe schreibt gerade, es ist komisch, nur Zuschauer zu sein. Und das Internet macht mich matschig. Warum? Im Krankenhaus hast du normalerweise großartiges, ja, naja gut. Wie man will, ne? So. Das da rein. Reparieren mal. Haben wir noch was mehr? Das hier auch, zack. Ja. Siehst du. Wohl. Dahin. Was haben wir hier drin? Blutbeutel. Und eine Hühnchen-Ragout-Geschichte. Das war's. So. Ja. Schlumpfin ist wieder bewaffnet, man hört. Ich aber auch. Aha. Mal gucken. So, jetzt können wir mal reingehen. Haben wir alles weggehauen? Achso, ja. Haben wir, ne? Ich glaube, das können wir mal. Hinten war das, ne? Genau, hinten war. Ach, du, wo kommst du denn her? Da, wo kommen die denn her? Haben wir vergessen? Mal hier, Keule. Ja, ich treffe ihn gar nicht. Sag mal. Lass das. Christopher hier, für alt und für neu. Das kann ich dir sagen. Den verjackeln wir ordentlich. Kann man vom Nachbarn oder was ist das hier? Ist wahrscheinlich. Gut, so. Ich mach mal an, wa? Ja. Zack. Säubere ist der Grill drin. Na, guck mal. Hier ist nochmal Müll hier vorne. So, hier war eigentlich war hier gar nichts drin. Gehen wir durch den Keller rein, ja, wa? Ja, im Keller ist auf jeden Fall viel drin. Ich bin kurz in der Garage mal zugange. Wühl das mal hier leer. So, warte mal, Fortune Head. Zack, zack. Muss ich ja leider mitnehmen. Was soll ich machen, Joe? Du bist ja nicht da. So, warte mal. Was? Schleichchen. Eine Pfeile wieder raus. Habe ich hier alles mit? Ja. Halt. Was sagt hier einer mit ohne Beine? So einen Typen haben wir gerne. Oh, ich hält sich aus. Das ist das erste Mal seit keine Ahnung wie vielen Jahren das ist schon ist. Ich habe eine Pistole gefunden im Lokum. Na, guck mal. Das ist ja bei Ewigkeiten her, dass ich das mal hatte. Nachpirscher. Was haben wir hier? Handyland. Was war das noch gleich? Fertige Reparaturwerkzeuge. Pass mal auf. Das ist Rüstungsdesign. Du machst die Rüstung erstmal, ne? Ja. Dann kriegst du die Heftchen von mir nämlich hier. Oh, ich habe hier nämlich ein Heftchen für dich. Da muss ich bloß die Abgewohnheit abschmeißen, dass ich nicht selber lese. Gut, gut, gut. Was ist denn das für einer? Wie, einen schicken Anzug also haben. Ein bisschen Flecken drauf, aber sonst. So. Ja, guck mal. Wohnt noch jemand hier drin? Ich glaube, da ist auch einer. Um die Ecke irgendwo. Ich meine. Ja, da hinten ist er. Mama. Mama. So, Dan. Der nicht mehr. Ja, der macht nichts mehr. Der ist jetzt, gedankenlos.
ohne Kopf bei der Sache gerade. So. Ich weiß nicht, was hier noch los ist. Hallo Dani, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen, moin moin. Lala. Hast du den geheimen Raum im Klo gelootet? War dein geheimer Raum ohne Mist? Ja, natürlich, ja klar. Natürlich ist ein geheimer Raum. Den habe ich gerade gefunden. Hier unten. Der ist auch im Klo. Ich kann da nochmal rumgehen, das zeigen. Warte mal, es war hier nämlich irgendwo. Wo ist das Klo? Da vorne ist das Klo. Der ist nämlich hier. Zack, da ist der geheime Raum. Hätte ich voll vergessen. So, warte mal. Wie weit sind wir denn hier? Ja, da ist nicht mehr drin. Da ist nicht mehr drin. Da war nur da unten ein bisschen was. So. Ja. Ich würde sagen... Wollen wir hier unten gleich das mitnehmen, was hier noch ist? Das können wir gleich machen. Ja, dann haben wir es weg, ne? Auf. Ja. Mal her, Schaufelchen. Alles mit hier. So. Ich glaube, da war noch was hier. Bin ich jetzt gar nicht sicher. Oh, hier ist ein Müll. Oh. Was vergessen? Ja, da war noch Müll. Alles mit. Bauplan gezähnte Klingenmod. Hm? So, das war's, ne? Mehr war da nicht. Gut, dann gehen wir hoch. Ja, den Knüppel mal wieder in die Hand. Das ist, glaube ich, auch nicht eine gute Idee. Was ist hier? Hm, da ist schon wieder was zu hören. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Ja, ach, da bist du ja. Freund der Sonne. Pass mal auf hier. Oh, jetzt kriegst du noch einen. Mit einem, ne? Quatsch hier hoch. So, und nochmal. Pass auf. Oh, ja, siehst du wohl. Was ich mir dann wünschen würde, dass man so ein bisschen so hören könnte, wo die herkommen, ne? Du hörst dann das Gebrülle und wo genau herkommt, das hörst du gar nicht. Nee. Oder ich habe das mit den Ohren, das kann natürlich auch sein. Das ist mir herzlich. Eine Kartoffel habe ich gerade gefunden. Da haben wir noch ein paar mehr von. Hier ist mal Fett. Na gut, brauchen wir ja. So ist es nicht. Put, wo kommst du denn her? Uiuiui. Ui, ui. Ups. Gucken wir mal, was hier hinter ist. So. So, das ist ein Zuckerzweier. Und der flitzt sogar. Was? Ich versteck mich gleich. Ich bin gleich da. Hey, Leute. Was ist denn hier los? Wollt ihr alle? Alter, es sind drei sogar. Oh ja. Junge, hier. So, Feierabend. Mensch, doch. Das sagen wir, das macht mir nicht auch Spaß zu sagen, hier liegen bleiben. Sag mir mal. Warte mal, hier, pass mal auf, ich habe ja was für dich. Das hier, zack. Das hier, zack. Das hier. Das hier, das kriegst du auch. Okay. So, warte mal, hier war doch irgendwo. Ach genau, hier erster Stock, ne? Ach, Mist. Na gut. Da war hier ein Fäsche, Fäsche, Fäsche. Das ist mal. Das ist mal hier. Ausdauer, wo sind die hin? Wir haben's. Fäsches T-Shirt oder Polo-Hemd da an. Hm. Das war's schon. Da siehst du. Ja. Restlichen Sachen nochmal einsacken hier und dann bringt mich fast der Hunger um, aber es macht nichts. Gibt Schlimmeres. Ja. Oh. Inneres?
Der Knüppel ist echt faszinierend, ein schönes Werkzeug. Genau, Dani, das hat was, ja. Das liegt auch so leicht in der Hand, ne? So ein bisschen schwingmäßig, also doch, hat was. Damenhandtasche, da sind immer tolle Sachen drin. Genau, habe ich mir gedacht. Altes Geld und Dietriche in der Damenhandtasche. Na gut, okay. Ja, warum auch nicht, ne? Wollte ich gerade sagen. Ach, schön. Warte mal, wo geht's denn raus? Hier. Da war noch was. Da war noch was drin. Oh, hier ist mal. Na? Genau. Machen wir hier die Tür auf. War das das? Ja, auch mal her. Oh, hier war doch eine Holztruhe, die ist voll. Hier liegt noch Munition rum. Geld ist immer in der Handtasche, genau, keine Augen. Sowas gehört da rein, ne? Nur den brennt der Schaft nicht. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Den brennt auf jeden Fall nicht der Schaft. Ach ja, hoffentlich bloß bei uns bald irgendwann mal. Das kann ich ja. Kann ich ja durch? Nee, kann ich nicht. Warum nicht? Das ist ein Riesenloch in der Tür. Na gut. So. Da war auch noch was im Postkasten drin. Hält's ja nicht aus. Was haben wir hier noch? Medizin war auch deins, ne? Stimmt. Ja. Wir lassen mal hier, ich sortiere mal hier zwischen. So, hier passt hier noch was rein. Warte mal, so. Medizin. Ja, den ganzen anderen Mist müssen wir sowieso mitschleppen, ne? Das nützt ja alles nichts. Ja. Gut, dann nehme ich das mal alles mit. Was mal Medizin? Ich nehme alles mit hier. Zack. Wo wohnen wir denn? Mal, wo ist denn der Händler? Guck mal, ob du den Rest hier noch mitkriegst. Ja, ich sehe zu. Warte mal, hier ist noch was. Ja, sicher. Ohne Probleme. Ab nach Hause. Genau, und dann zum Händler. Und dann zum Händler rüber. Ist das Ding auch leer? Ja, mal lieber anders rumgehen. Da ist ein Hundi irgendwo. Ist da? Wild durch die Nachbarschaft laufen? Das ist, glaube ich, nicht so gut. Nee, da war eine Hundehütte. Sieht nicht gut aus. Vielen Dank, Dani, für 8 Monate Stufe 1. Vielen, vielen Dank. Hallo, guten Abend, Doggerhand. Moin, schön, dass du da bist. Jetzt muss ich mal gucken, wo sind deine Nusser zu Hause? Stimmt. Hier noch ein bisschen Briefkästen leer machen, ne? Weil muss ja nicht sein, dass die ganzen Teile da drin vergammeln. So. Wo wohnen wir denn? Halt, hier geblieben. Benutzen wir. Erstmal zum Bett, genau. Ach, hier einer mit ohne Beine, du. Ach, du Schande. Der hat bestimmt schon Hornhaut auf der Brust. Ja, aber die Ausdauer, wenn die nicht wäre, ne? Was wäre das denn? Aua! Sag mal! Was wäre das ein langweiliges Spiel? Siehste. Hasi. Da ist ein Hasi. Ach du Himmel, ja, warte mal. Und ein Huhn. Und ein Huhn. Jawohl. Hast du Platz zum Mitnehmen? Ja, habe ich. Schön nebeneinander gelegt hier, das ist auch mal wieder optimal. Siehste, werden wir schon mal da nicht verhungern. Medizin, Scrapping Fall, das ist das. Versuchst du auch immer inzusammeln, aber kein Platz. Lassen wir. Erstmal nach Hause. Mitnehmen. Mitnehmen. Ach, Gottes Willen, ich habe schon wieder Plattfüße, ich merke das schon. Oh. Hier ist ein Buch für dich drin. Man kann da nicht vorbeilaufen. Könntest du gleich lernen? Ja, werde ich machen. Oh, was ist da passiert? Ach, vielen Dank, Colonel Hogan, für 10 verschenkte Abos. Vielen, vielen, vielen Dank. Drehst du dich durch? Du drehst durch, ja. Das werde ich machen. Vielen, vielen Dank. Ach, du Himmel. Ach, ich muss zurück, ich muss nach Hause. Da liegt doch bestimmt wieder einer, der wird wach. Oder? Nee, doch nicht. Doch. Ist er hin oder was? Ja. Leute,
Doch nicht sowas. Ach du Himmel. Vielen, vielen Dank. Ach du großer. Ja, lass mich doch in Ruhe. Ich tu doch keinem im Fliege was. Ich will hier nicht sterben. Hallo. Lauf. Lauf. Wo wohnen wir eigentlich? Hier, wo ich bin. Wo du bist. Okay, das muss irgendwo da sein. Oh mein Gott. Ich habe ihn abgehängt. Oh Gottes Willen. Nichts zu danken, war Zufall. War Zufall, sagt er auch noch. Oh mein Gott. Ich halte es ja nicht aus. So, ist hier mit? So. Ich muss jetzt mal raussortieren hier. Pass mal auf. So, warte mal. Big Hitters, Knife Guy. Hier ist nochmal ein bisschen was zu lesen. Ach, wir haben auch nicht so extrem viel Platz, ne? Warte mal, du hattest noch nichts sortiert hier, ne? Wie es aussieht, nicht. Colonel Hogan, vielen Dank für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Ich drehe am Rad, tue ich langsam. Was ist denn da drin? Da sind 47 Eier drin. Ja, das ist immer diese Sache. Ach, nein, das wollte ich doch gar nicht. Raus damit. Also, ich muss das irgendwo hier reinschmeißen. Warte mal, kann ich denn schon irgendwas kochen jetzt? Da ist ein Heftchen noch für dich drin. Lass mal auf, das ist das hier. Eisenbolzen brauche ich auch nicht. Das kann raus, das kann raus, das kann raus. Aber die will ich mithaben. Die kommt dahin. Ich weiß gar nicht, warum ich mitschleppe. Hühnersuppe. Was zu essen ist, Maria? Da ist ein bisschen Medizin noch, ein Heftchen. Ach, die Folge ist schon wieder durch. Meine Güte, das rennt wie Hölle hier. Da sagen wir doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.